Ein Dauerthema, etwas, was mir sehr am Herzen liegt, sind die effizienten Tourismusstrukturen für Bayern. Auch wenn es uns zwischenzeitlich gelungen ist, hier eine Debatte in Gang zu setzen, zweifelsohne. Lieber Martin von der Bayern Tourismus Marketing, auch einen herzlichen Gruß an dich. Der Martin darf ihn bei dem Thema schon sehr lange begleiten. Es hat ihm, weiß ich nicht, immer Spaß gemacht hat, aber zwischenzeitlich herzlichen Dank für eine wirklich gute Zusammenarbeit an die Bayern Tourismus Marketing GmbH. Zusammen mit den IHKs kommen wir da zwar manchmal vor wie Don Quixote in seinem Kampf gegen Windmühlen, aber lieber Herr Kammerer, wir geben da nicht auf und werden an dem Thema dranbleiben und zwischenzeitlich sind wir kurz davor, Folgendes zu tun. Wir brauchen, von Profis entwickelt, ein Sinnbild, eine Idealstruktur für Bayern, an denen sich alle, die wirklich Interesse an einer entsprechenden Verbesserung haben, entsprechend orientieren können. Ziel ist es dabei, Bayern als starke Marke im Wettbewerb der internationalen Tourismusdestinationen, wo wir zweifelsohne dazugehören, entsprechend weiter zu erhalten und weiter auszubauen. Deshalb tun wir gut daran, ein Idealbild, wie eben geschildert, zu entwickeln. Nicht als Vorgabe von oben nach unten, sondern als Hilfestellung und Leitfaden für alle, die ein echtes Interesse daran haben, dass Bayern an der Spitze bleibt. Aufgaben müssen lediglich in einem Workshop, den wir seit langer Zeit anschieben, zwischenzeitlich von unserer Wirtschaftsministerin auch zugesagt bekommen haben, aus allen relevanten Bereichen des Tourismus entwickelt werden und vor allen Dingen so definiert und klar strukturiert werden mit dem Ziel, dass Aufgaben dort erledigt werden, wo sie am meisten Sinn machen und die größtmögliche Effizienz erreichen. Und das Wichtigste dabei ist vor allen Dingen, dass Vertrauen geschaffen wird. Vertrauen durch eine gerechte und nachvollziehbare Verteilung der Nachfrage über Stadt und Land in allen Regionen Bayerns, die mit ihrer vielfältigen Kulturlandschaft das Gesamtkunstwerk Bayern immer wieder prägen und davon bin ich überzeugt, auch in Zukunft prägen werden. Wir haben als Verband aber auch Erfolge erzielt. Neben denen, die ich jetzt eben bei den einzelnen Punkten schon aufgezählt habe, ist es uns gelungen, die Bettensteuer abzuwehren. Nicht einfach, lieber Herr Ernst Fischer. Wenn man die Gesamtsituation in Deutschland betrachtet, haben wir hier in Bayern oder beziehungsweise unsere bayerische Politik einmal mehr Augenmaß bewiesen. Herzlichen Dank insgesamt dafür an die politischen Vertreter, die das erreicht haben und beziehungsweise uns dabei geholfen haben. Wir haben, und ich weiß, dass diejenigen, die uns da geholfen haben, es sich leicht gehabt haben, auch eine Lockerung der stillen Tageregelung erreicht. Mit welchen weltfremden, theoretischen Argumenten, dass da teilweise Dinge aufgezeigt werden, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, haben die erfahren müssen. Herzlichen Dank auch dafür, dass da unseren Betrieben, die da besonders davon betroffen sind, wieder ein bisschen mehr Luft verschafft wurde. Wir haben den Erhalt der reduzierten Umsatzsteuer in der Hotellerie nicht erreicht, sondern halten können. Wir haben Land auf, Land ab eines erreicht. Und wie gesagt, diese Veranstaltung gehört dazu. Wir haben Land auf, Land ab erreicht, dass unser Verband wieder mit einer starken Stimme spricht, wahrgenommen wird und das müssen wir uns erhalten. Und deswegen sage ich nochmal, herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind und das entsprechend mit vertreten. Wir haben, jetzt habe ich gemeint, ich muss heute nicht schwitzen, aber anscheinend muss ich doch einen Gang zurückschalten, weil so warm ist es heute gar nicht. Also verzeihen Sie mir das. Wenn ich dann dran bin, dann muss ich dann doch immer wieder auf das eine oder andere etwas lauter reagieren. Wir haben etwas Weiteres erreicht. Wir haben durch Bündelung und Zusammenführung von Interessen und die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, was mein Herzensanliegen war, unsere Schlagkraft weiter erhöht. Ich habe da vorhin den Herrn Holicek schon erwähnt, den Herrn Düll erwähnt, den Arthur Steinmann erwähnt. Mit mittlerweile 8 Verbänden haben wir gemeinsame Ziele abgesteckt und regelmäßig überprüft, wo weitere Zusammenarbeit möglich ist. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, es werden noch mehr werden. Weil dort, wo wir gleiche und gemeinsame Themen haben, macht es einfach nur Sinn, die zu bündeln. Und wir machen, insofern ist die Politik ja leicht, sie müssen ja dann nur noch umsetzen, lieber Klaus, was wir dann entsprechend sauber vorbereiten. Ganz so einfach wäre es. Es war ja so einfach, aber wir werden dann dazu kommen, dass es dann irgendwann auch begreifen, dass es an und für sich ganz einfach wäre. Im Einzelnen sind es, und das muss es wert sein, die jetzt nochmal zu nennen, der Bayerische Campingverband mit seinem Vorsitzenden Georg Spädling,
Der Bayerische Kur- und Heilwerderverband, eben schon erwähnt, mit seinem Vorsitzenden Klaus Holitschek. Der Arthur Steinmann mit dem Fränkischen Weinbauverband und seiner Königin, heute anwesend. Der Bund der Selbstständigen, der Herr Brauner, wo man momentan vermuten möchte, was machen die dabei? Auch da haben wir viele Überschneidungspunkte. Der Herr Düll mit seinem Hauptgeschäftsführer, eben schon erwähnt. Der Verband der Privatbrauereien, ebenso mit ihrem Präsidenten Gerhard Ilgenfritz, der heute leider verhindert ist. Der Bayerische Landesverband der Marktkaufleute mit ihrem Präsidenten Wenzel Bradatsch, eben schon erwähnt, auch heute hier. Der Fleischerverband Bayern mit seinem Vorstand, Landesinnungsmeister und Münchner Stadtrat Georg Schlagbauer, der war schon da nach einer Stadtratssitzung und jetzt schon wieder auf dem Weg in die nächste Sitzung. Der eine oder andere weiß, dass es da heute um Themen geht, die auch uns betreffen. Auch mit ihm haben wir mittlerweile viele Themen gemeinsam gefunden, die wir entsprechend gemeinsam der Politik näher bringen. Eine hervorragende Zusammenarbeit pflegen wir aber auch mit den IHKs und der VBW, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Herzlichen Dank dafür an die Vertreter, die heute ebenfalls bei uns sind. Wir haben, da darf applaudiert werden, überhaupt keine Frage.